Ich glaube, und das ist ja auch das, worauf Sie rekurrierten, dass sich die Brandmauer seitens der CDU nicht durchhalten lässt. Es führt die CDU in eine strategische Sackgasse, wie wir sie auch gerade in Thüringen vor allen Dingen sehen können. Als zweitstärkste Kraft, weit hinter der AfD-Koalition, sich irgendwie zusammenzuschustern aus Linken, ja, aus linken Parteien. Und damit ignoriert die CDU ganz klar den Wählerwillen, weil Herr Möller hat das völlig zutreffend gesagt. Die CDU hat harten Wahlkampf mit AfD-Positionen gemacht. Sie können nicht Wahlkampf machen mit AfD-Positionen und nachher mit den Linken zusammengehen. Und spätestens dann bricht auf Dauer die Brandmauer zusammen, weil sie entweder koalieren muss mit uns oder an Bedeutung verliert, weil nachher die Wählerstimmen nämlich zur AfD springen. So, und das werden Sie in den nächsten Jahren sehen. Da kann man sich jetzt noch so abstrampeln unter Zuhilfenahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ja auch das Narrativ unserer politischen Wettbewerber übernommen hat, der demokratischen Mitte. Ich habe das gestern schon im Welt-TV gefragt, demokratische Mitte, was ist das eigentlich? Sind wir jetzt in der DDR? Wir sind eigentlich die anderen und dieser ganze Quatsch, der hier bemüht wird. Man fühlt sich ja mittlerweile wirklich wie in der DDR. Ne? Das sind ja Narrative, die der Erich Honecker auch benutzt hat. Und diese ganze Bagage der Nationalen Volksfront, politische Gegner waren Faschisten, Rassisten und schlag mich tot. Und die anderen waren, nämlich der eigene Beritt, der war irgendwie demokratisch und nur so ein Quark. Also ich glaube, dass wir diese Zeiten Gott sei Dank überwunden haben. Und der Wähler, und das zeigt unser Ergebnis auch, kauft dieses ganze Zeug nicht mehr ab. Und da kann man noch dem Verfassungsschutz zur Diffamierung der AfD und zur Störung des Parteienwettbewerbs bemühen, noch ein Nöcher. Es stört nicht mehr, weil die Leute das nicht mehr abkaufen. Hier wird strukturell die AfD im Parteienwettbewerb benachteiligt, obwohl die Gleichheit im Parteienwettbewerb gewahrt bleiben muss, laut Grundgesetz. Und auch hier liegt eine ganz klare Störung innerhalb der Bundesrepublik im Parteienwettbewerb vor. Ich glaube, dass insgesamt sich dieser Kurs von der Positionierung der CDU, von der Positionierung der bezahlten Staatsmedien, dass sich das nicht auf Dauer durchhalten lässt, weil sich auch die Situation in unserem Land so deutlich verschlechtert hat. Sie müssen konstatieren, und damit will ich auch schließen mit dem dritten Punkt, dass es allein an der AfD liegt, dass sich die anderen Parteien überhaupt bewegen müssen. Wir haben Bewegung in der Migrationsfrage bekommen. Uns wurde jetzt seit 10 Jahren vorgelogen, dass wir nicht abschieben können, dass wir unsere Grenzen nicht sichern können, dass Dublin nicht durchführbar ist. Hier wird permanent seit 10 Jahren regierungsseitig, also von Seiten der Exekutive, gegen das Aufenthaltsrecht verstoßen, gegen das Asylrecht, gegen Dublin-III-Verordnung. Also sämtliches nationales und internationales Recht wird hier gebrochen seitens der Exekutive. Und plötzlich bewegt sich was. Jetzt will man plötzlich diskutieren und hört sich eigentlich selbst an, wie die AfD. Und wir sind seit 10 Jahren dafür diffamiert worden, dass wir für eine präventive Grenzsicherung und Grenzkontrollen sind und müssen uns dort als rechts und als Nazi beschimpfen lassen, was wirklich absurd überhaupt gar nicht mehr geht. Um das Ganze abzuschließen, wir wollen eine Richtungsänderung. Und diese Richtungsänderung ist ohne die AfD überhaupt gar nicht mehr zu erwirken. Die CDU ist jetzt vor die Wahl gestellt, entweder sie geht mit den Linken zusammen und macht gar nichts. Gucken Sie sich das an in Nordrhein-Westfalen, das ubiquitäre Versagen aus dem Innenministerium, die Leute gar nicht abzuschieben. Das fliegt dem Wüst jetzt um die Ohren. Darum will er jetzt auch nicht mehr, wird er nicht mehr Kanzlerkandidat, hat er vielleicht gehofft. Dann haben Sie das Versagen Baden-Württemberg in Bayern. Und in Berlin, also ganz schlimm, also da sind sie in einer großen Koalition und da übernimmt die CDU den grünen Part. Und wenn in Thüringen wirklich die CDU linke Politik macht, ja dann gute Nacht. Also damit marginalisiert sich die CDU auf Dauer. Das kauft der Wähler nicht mehr ab.